Guten Abend, liebe Schwestern und Brüder. Eine Geschichte. Der Junge mit der Fischgräte. Die Sonne schien dem alten Mann ins Gesicht. Behaglich streckte er die Beine aus und freute sich über die Wärme. Sie tat seinen alten Knochen gut. Er genoss die Ruhe und den Frieden, denn es war nicht immer so. Er hat in seinem langen Leben schon ganz andere Zeiten erlebt. Damals, als die römischen Nachbarn den Christen ständig nachstellten, sie nie in Ruhe ließen und den Soldaten meldeten, wer zu den christlichen Gottesdiensten ging. Damals, als die römischen Soldaten kamen. Es war eine schlimme Zeit, in der sie ständig in Angst gelebt haben. Großvater, Großvater, da bin ich! Dem Alten blieb gerade noch Zeit, sich umzudrehen, da stürmt doch schon sein kleiner Enkel auf ihn zu. Er rannte über die Wiese, schlang die kleinen Arme um den Hals seines Großvaters und kletterte auf seinen Schoß. Markus. Der Alte sah ihn liebevoll an. Dass er in seinem Leben noch einmal so glücklich werden sollte, das hätte er nie gedacht. Großvater, weißt du, wo ich gestern war? Markus stellte eine Frage und gab sofort die Antwort. Er war so aufgeregt, dem Großvater die Neuigkeit zu berichten, dass er ganz außer Atem geriet. Ich war mit im Gottesdienst und ich war ganz brav. Ich habe gut zugehört und habe gar nicht geschwätzt. Naja, fast gar nicht, ergänzte er und schaute seinen Großvater von der Seite an. Der Alte zwinkerte. Er war ja auch einmal ein Kind gewesen und wusste wohl, wie schwer es war, so lange ganz still zu sitzen. Und stell dir vor, Großvater, Sie haben von Jesus erzählt und wir haben gesungen und gebetet, Kerzen waren angezündet und es war alles so schön und feierlich. War es auch früher so, Großvater? Bitte erzähl, erzähl von früher, als du den Bischof gesehen hast. Bitte erzähl. Der Alte schaute seinen kleinen Enkel nachdenklich an. Als er so alt war wie Markus, hat er den Bischof Blasius kennengelernt. Bischof Blasius war ein Arzt, ein kluger Mann, der uns viel von Jesus und Gott erzählen konnte, begann der Alte zu erzählen. Aber er wurde von den Römern verfolgt und musste sich immer verstecken, weil er ein Christ war. Und weil Blasius sogar die Gemeinde leitete, waren sie besonders darauf aus, ihn gefangen zu nehmen. Alle aus der Gemeinde, auch Bischof Blasius, wusste, dass er dann verloren wäre. Die Römer würden ihn mit Sicherheit töten. Deshalb beschlossen die Ältesten der Gemeinde, dass Blasius sich nicht länger in Kellern und Ställen verstecken konnte. Er brauchte einen neuen Unterschlupf. Eines Tages entdeckte ein Mann aus unserer Gemeinde, als er bei der Jagd war und dabei von einem Gewitter überrascht wurde, eine Höhle, die lag tief im Wald versteckt. Das war genau das richtige Versteck für Bischof Blasius. Hier würde er sicher sein, in dieser Höhle sollte unser Bischof Blasius leben. Rief Markus entsetzt. Da würde ich mich aber fürchten, in einer Höhle, wo das auch nachts, wenn es ganz dunkel ist. Und sind da ja die ganzen wilden Tiere im Wald. Das war ganz seltsam, erzählte der Großvater weiter. Wenn die römischen Soldaten mit ihren Lanzen und Schwertern in den Wald kamen und in die Nähe der Höhle, dann legten sich die wilden Tiere immer vor die Höhle und brüllten ganz laut. So furchterregend, dass die Soldaten schnell weiterzogen. Aber wenn wir Christen den Bischof besuchen wollten, sei es, weil wir seine Hilfe brauchten, weil er ja Arzt war, oder weil wir mit dem Gottesdienst feiern wollten, dann verzogen sich die Tiere in den Wald und beobachteten uns nur aus der Ferne. Niemals haben sie uns oder den Bischof angefallen. Und wie war das mit dem Schwein von Großmutter? Fragte Markus, denn diese Geschichte kannte er, die hatte er schon einmal gehört. Tja, dieses Schwein, so erzählte der Alte, das hat irgendwann einmal ein Wolf geholt. Er kam in der Nacht in unseren Stall, schnappte sich das Schwein und weg war er. Das war natürlich eine Katastrophe für uns. Es war unser einziges Schwein und wir wollten es vor dem Winter schlachten, denn ohne das Schwein hätten wir im Winter Hunger leiden müssen. Am Abend, nachdem das Schwein verschwunden war, gingen wir alle wieder zu Bischof Blasius in die Höhle, um Gottesdienst zu feiern.
Meine Großmutter erzählte von dem Wolf und dem Schwein. Der Bischof hörte ihnen sehr genau zu, denn er verstand, wie schlimm der Verlust des Schweines für unsere Familie war. Und dann betete er im Gottesdienst zu Jesus und bat ihn, dass der Wolf das Schwein der Großmutter wieder zurückgeben sollte. Und tatsächlich, als wir spät in der Nacht nach Hause gingen, quiekte es in der Nähe der Höhle. Da lag unser Schwein. Seine Hinterbeine waren verletzt, aber ansonsten war ihm nichts passiert. Und als Großmutter das Schwein dann schlachtete, brachte sie dem Bischof Blasius zum Dank den Schweinskopf zum Essen und ein paar Kerzen, damit er sich nachts in seiner dunklen Höhle etwas Licht machen konnte. So lebte Bischof Blasius einige Jahre in seiner Höhle. Wir versorgten ihn, die wilden Tiere des Waldes bewachten ihn und wir konnten in seiner Höhle regelmäßig Gottesdienst feiern, bis wir eines Tages doch entdeckt wurden. Es war mitten in der Versammlung, als plötzlich eine Menge Soldaten in die Höhle stürmten, uns alle gefangen nahmen und in das Gefängnis des römischen Statthalters brachten. Es war schrecklich. Ich hatte Angst und weinte und klammerte mich an meine Mutter. Die ganze Gemeinde, alle waren im Gefängnis. Der kleine Markus schmiegte sich an seinen Großvater und versteckte das Gesicht an seinem Hals. Er wagte kaum zu atmen. "Und weiter?", fragte er seinen Großvater. Der alte Mann fuhr fort. Ganz schlimm erging es dem Bischof Blasius. Ihn wollten die Römer dazu bringen, dass er sagte, dass er nicht mehr an Jesus Christus glaubte. Aber das machte unser Bischof nicht. Er ließ sich nicht zwingen. Er blieb bei seinem Glauben und daraufhin schlugen und quälten ihn die Römer und behandelten ihn sehr, sehr schlecht. Aber auch wir anderen mussten leiden. Wir bekamen manchmal tagelang kaum etwas zu essen und ich hatte immer schrecklichen Hunger. Dann, eines Tages, brachten sie uns etwas Fisch. Es war nicht viel. Aber wir sprachen ein Dankgebet und teilten den Fisch. Meine Mutter gab mir ein großes Stück, das ich sofort in den Mund steckte und ohne lang zu kauen schnell runterschluckte. Meine Mutter wollte mich gerade tadeln, dass ich nicht so gierig essen sollte, als ich merkte, dass da etwas in meinem Hals steckte. Ich musste husten, ich musste würgen, ich bekam keine Luft mehr, konnte nicht mehr atmen. Meine Mutter erschrak fürchterlich. Alle schauten mich entsetzt an und das ist das Letzte, woran ich mich erinnern kann. Dann wurde ich ohnmächtig. Markus schaute seinen Großvater mit weit aufgerissenen Augen entsetzt an. Und dann, flüsterte er, was ist dann passiert? Meine Mutter hat mir erzählt, dass alle durcheinander schrieben. Es muss einen riesigen Tumult gegeben haben und sie hatte furchtbare Angst um mich. Dann kam Bischof Blasius zu uns. Er nahm mich in seine Arme, legte seine Hand auf meinen Kopf, betete und segnete mich. Dabei klopfte er mir ganz sachte auf den Rücken. Ich musste husten, kam wieder zu Bewusstsein und konnte wieder atmen. Die Gräte in meinem Hals hatte sich ein kleines bisschen bewegt und Bischof Blasius holte sie vorsichtig aus meinem Hals heraus. Ich war gerettet. Der Alte schwieg. Markus wartete ein Weilchen, dann fragte er vorsichtig, und weiter? Ich habe seitdem nie mehr so ein großes Stück Fisch auf einmal in den Mund genommen, sagte der Großvater und schmunzelte. Die Römer haben mich und meine Mutter nach Hause gehen lassen. Bischof Blasius aber ist nicht mehr aus dem Gefängnis gekommen. Die Römer haben ihn getötet. Deshalb erzähle ich dir von ihm, damit wir uns immer an ihn erinnern und nie vergessen, was er alles Gutes getan hat. Ich könnte mir vorstellen, beendete der Alte seine Geschichte, dass die Menschen ihn irgendwann einmal sogar einen Heiligen nennen. Liebe Schwestern und Brüder, mit dieser Geschichte vom heiligen Blasius wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.